Leber hier spielt, aber ja. Aber die sind unrecht, die sind noch Meister geworden. Andererseits sind wirklich viele Freunde da. Mit ein bisschen mehr Konzentration hätte ich zusammenzunehmen. Ja, ja. Wenn ich dieser Schweinekraft da ins Spiel ist, der Rose, alle nehmen sich stand. Ja. So, dann möchte ich einmal gerne die Mannschaften darum bitten, sich einmal auf dem Parkett einzufinden, beziehungsweise auf der Platte, um die Siegerehrung durchzuführen. So, bevor wir zur Siegerehrung der Landesmeisterschaften der weiblichen Jugend B kommen, ich denke mal zunächst erstmal herzlichen Glückwunsch an Schwerin, die ja heute verdient, denke ich mal, dieses Turnier gewonnen haben. Bevor wir aber zur offiziellen Siegerehrung kommen, möchte ich den Anlass nehmen, zwei Spielerinnen aus unserem Verein, aus der ersten Frauenmannschaft, zu verabschieden. Ich möchte bitte nach vorne kommen. Das ist nach vorne kommt Julia Gaul und Anja Ernstberger. Julia Gaul war über 10 Jahre in unserem Verein tätig, hat hier von der Jugend auf über das Ernst-Ballach-Gymnasium, über das COD die Ausbildung genossen, ist mehrfache Landesmeisterin, NOAV-Meister geworden, Deutscher Meister in der B-Jugend, 3. Platz bei den Final Four der Deutschen Meisterschaften der A-Jugend, hat auch den Sprung in die erste Frauenmannschaft geschafft, möchte aber jetzt eine Auszeit. Ich denke, das muss man auch akzeptieren. Julia, dir alles Gute für deinen weiteren persönlichen und beruflichen Weg. Und ich denke mal, vielleicht sehen wir uns in ein paar Jahren wieder. Danke. Berlin zu uns gekommen. Ich denke mal, es war eine sehr interessante Zeit mit Anja hier im Verein. Sie hat viele Akzente gesetzt, viele schöne Tore geworfen. Sie sucht die Herausforderung, erste Bundesliga in Blomberg. Dafür wünschen wir ihr viel Erfolg, viel Durchhaltevermögen und natürlich beruflich und persönlich alles Gute. Vielen Dank, meine Spielerin. Welche durchgeführt wird von der Edelwertin des Handballvermarktungs mit dem Vorpommern Grit Bowierski. An des heutigen Tages. Dazu erstmal, also ich fand eigentlich, es waren relativ schöne Spiele gewesen. Und dann kommen wir mal zur Stimmung, war auch, sagt Evi gerade. Und kommen wir mal zum Punkt. Also die Drittplatzierten ist Fortuna Neubrandenburg.
hat immer nur ein Spiel gegeben. Ne? So, kommen wir nun zum Zweitplatzierten des heutigen Turniers. Diese Auszeichnung wird unter anderem auch von Spielerinnen der ersten Frauenmannschaft mit durchgeführt. Das sind zum einen Evelyn Schulz und zum anderen Saskia Weisheitel. Den zweiten Platz belegte halt der Rostock Abendklub. Herzlichen Glückwunsch! Warum eine gute Kamera hat er doch. So, bevor es weitergeht mit der Erstplatzierung, natürlich nochmal einen recht herzlichen Dank an unsere Schiedsrichter vom heutigen Tage, an die Sportsmänner Antenner und Kaltorf. So, und somit ist jetzt die Saison 2009-2010 zu Ende gegangen und den Landesmeistertitel sicherte sich somit heute hier in Rostock die Mannschaft aus Schwerin. Herzlichen Glückwunsch!